So, da bin ich. Ich habe eine Teleskoprolle in diesem Fall. Das ist eine 2 Meter bis 7 Meter, 20 Gramm bis 40 Gramm Tragkraft. Dann habe ich hier noch, zeige ich euch, eine Monofile. Eine schöne große Kurbel zur Übersetzung. Natürlich die Heckbremse ist schön eingestellt. Darauf läuft natürlich der Posenstopper. Zwei Perlen. Die Posen natürlich auch aufgezogen. Und zwar ist das so: ja, die Pose ist schön eingestellt, kurz vor Grund, so dass der Adi auch richtig nehmen kann. Und natürlich habe ich da dran den Haken samt Wirbel und einen schönen Brotwurm. Dasselbe habe ich da bei dieser auch. Warte. Sekunde. Ja, hallo? Ja. Nee, ich bin bei Nachtangeln. Ja. Ich habe Urlaub, ich habe Urlaub, ich habe Urlaub. Ja. So ist es. Auch noch nächste Woche. Petri, danke. Ciao. Tschüss. So Leute, wir wurden gerade unfreiwillig gestört. Ich wollte euch nochmal sagen, wie lang die ist. Das ist eine 3 Meter Rute. Wurfgewicht 20 bis 40 Gramm. Kormoran. Nicht schlecht. Da habe ich mir eine x-beliebige Kurbel gekauft. In dem Fall habe ich sie damals spottbillig gekauft. Und die Schnur ist auch eine Monofile, eine 45er Gelb. Die habe ich darauf gespult. Und zwar habe ich das deshalb gemacht, weil das ist Dorsch- und Heringslinie, die ist schön stabil. Das ist ja natürlich dasselbe System drauf gemacht: Posen, Stopper, Perle, Wirbel, Posehaken und Blei. Und dann auch einen schönen Rotwurm angeboten. Und dann gehen wir natürlich zu meiner dritten Route rüber, die ich heute ausgelegt habe für Aal. Das ist eine dreiteilige. Kann ich auch mal ein bisschen näher zeigen. Ihr seht ja. Das ist ja auch eine Monofile. Ja, die natürlich auch beschwert mit einem Tangled Boom, auch im Fachjargon auch genannt, bei Karpfenanglern und Aalangeln natürlich Casting Boom. Da dran ein schönes 30er Gramm Blei, da dran wiederum ein Wirbel, reingeknotet schon fest. An dem Wirbel ist ein schöner Aalhaken mit, ich sage es nochmal, wie kann es anders sein, Rotwürmern. Natürlich muss ich euch dazu sagen, ich befische diese zwei Plätze momentan deshalb, weil platzmäßig ist mir das wieder viel zu eng geworden wie letztes Mal, als ich hier war. Und dann laufen mir nachher sonst die Fische in die Schnür rein und das wollen wir auch nicht. Natürlich in den Videos davor habe ich schon gesagt, einen guten funktionierenden Kescher sollte man immer dabei haben, den zeige ich euch. Also ihr habt gesehen, Kescher ist da, alles da, Angelkoffer ist da. Natürlich solltet ihr auch eure Sportfischerpapiere dabei haben. Das ist ganz wichtig. Und was ich empfehlen kann, wenn man auch 2 Tage am Wasser bleiben will oder auch nur eine Nacht, wegen Regen, sollte man sowas haben. Ein funktionierendes Zelt. Das ist mein Zelt. Allerdings braucht man auch genügend Proviant. Man kriegt ja zwischendurch Hunger und dann braucht man was im Magen. Ich habe mir alles auf kleinsten Quadratmeter schön zusammengestellt. Ja, gehen wir mal kurz in mein Zelt rein. Dann zeige ich euch, wie ich das mir ungefähr zusammengebaut habe.
So. Ich hoffe, ihr könnt das auch sehen, weil es ist ein bisschen dunkel hier. Da mein Proviant. Dahinter meine... ja, meine Taschen. Dahinter meine Angelrutentasche und meine Jacke und meine Lampe. Und die Tasche von meinem Schirmzelt. Hier liegt die Plane. Tja, eigentlich habe ich alles soweit zusammen, wie ihr seht. Sowas sollte man immer planen. Und was man natürlich auch nicht vergessen sollte, sehr viel Zeit und Geduld mitzubringen für die Aale und den Köder. Die Aale sind ja wohl bekannt als Arschfresser. Die fressen ja alles weg, ne? Ja, ich hatte mir nur gedacht, ich habe Urlaub. Und Alter, ich habe gedacht, ich zeige euch mal in der Woche ein bisschen, euch mal näher zu bringen, das Aalangeln. Heißt sprichwörtlich, wir sind heute Abend am Wasser und werden mal versuchen, in der Woche, wenn kaum Aalangler hier sind, natürlich unser Glück an diesem großen Gewässer auf Aal zu versuchen. Wer weiß, vielleicht fangen wir ein, vielleicht fangen wir nicht. Natürlich kann ich euch nur ans Herz legen, wärmstens, zieht euch nachts alles warm an, es kann manchmal sehr kalt sein. Und natürlich, den schlauen Rat gebe ich euch. Wärmstens, fangt erstmal nur mit einer kleinen, leichten Rute auf Aalen, so wie ich damals. Das ist diese 2 Meter bis 7 Meter Rute, die kleine Teleskop. Rute, die hat mir schon einige Fische rausgezaubert. Auch wenn man es ihr nicht ansieht, sie kann es. Zum Schluss kann ich mal ein schönes Beispiel erzählen. Ja, ich war dann hier am Wasser und habe geguckt, oh hier meine Rute. Die hatte ich mit. Und saß ja schön tagsüber auf Brassen und Co. Ja, und dann hatte ich da meine leichte Aalrute dran, aber ich hatte was vergessen. Ich hatte vergessen, dass ich da eine Glocke dran hatte. Ja. Und dann habe ich die Glocke da drinnen gehabt. Und die Glocke bimmelte. Und die ging ganz gut ab. Ich wollte eigentlich nur Brassen. Vielleicht einen Barsch. Oder ein paar Rotfedern haben. Ja, und dann zieht er dran. Und dann war die ganze dicke Karpfen dran. Ja, da kann man mal sehen, dass man mit so einer kleinen leichten Rute auch einen schönen Karpfen fangen kann. Auch mal, ne? Ja, und so einen Karpfen, den habe ich dann mitgenommen, habe den schön sauber gemacht, habe den tiefgefroren und eine Woche später, da haben wir den dann gegessen. Schön mit Gewürze, aber da sollte man aufpassen, muss ich dazu sagen, mit den Gewürzen. Aber dazu sage ich euch in einem anderen Video was Bescheid. Tja, dann wollen wir mal sehen, ob wir hier was kriegen heute und nachher geht's weiter.